Ich will da gar nicht zu lange ausholen. Das stört mich und das wird auch eine Konsequenz haben. Ich habe mich dazu entschieden. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Ich sitze gerade beim Frühstück. Ich glaube, einige von euch haben mitbekommen, was da gestern abgegangen ist. Ich habe auf die neueste Kollektion von Justin reagiert vor kurzem. Er hat ebenfalls auf mein Reaction-Video reagiert und gleichzeitig, wie viele meinen, auch überreagiert. Wie blöd kann man sein? Ja, was soll ich dazu sagen, liebe Leute? Ich muss sagen, ich war selbst überrascht von dieser Reaktion. Hätte nicht gedacht, dass er das Ganze so auffasst. War im ersten Moment auch etwas verärgert. Ich habe mir auch überlegt, wie ich diese ganze Situation handle, ob ich da ein konzeptuiertes Video mache und auf jeden einzelnen Punkt eingehe. Habe mich aber dazu entschieden, zwei Optionen zu machen. Punkt Nummer eins, meine ehrliche Reaktion aus dem Stream, als ich da von den Leuten mitbekommen habe, dass Justin so ein Video hochgeladen hat, ist im ersten Link in der Infobox verlinkt, aber zum zweiten auch hier mein Statement, denn ich habe Dinge zu sagen, mit denen ich das ganze Thema auch abschließen möchte. Punkt Nummer eins, dass er sich hier so getriggert gefühlt hat und dass da Angriffe auf meine Person wieder mal zustande gekommen sind, wie zum Beispiel sich über ein weiteres Mal über mein Aussehen lustig zu machen oder was ich sehr amüsant gefunden habe, meinen Wiener Dialekt nachzumachen, also das war extrem witzig. Das erinnert so an eine Frauenhandtasche. Gar nicht schlecht, an dir ist ein Talent verloren gegangen, wenn es ums Nachmachen geht. Das ist alles, was ich handeln kann, das hat mich eher belustigt, mich überhaupt nicht getroffen, sondern das habe ich mit Humor genommen und habe auch gesehen, wie das Ganze entstanden ist, weil er sich halt doch recht getriggert gefühlt hat. Viele schreiben da, dass er einfach kritikunfähig ist. Allgemein habe ich das Gefühl, dass überraschenderweise ein Großteil der Community der Überzeugung ist, dass das, wie ich es auch empfunden habe, eine rein subjektive Analyse der Kollektion war mit Assoziationen, zum Beispiel wie das erinnert mich an oder das habe ich da schon mal gesehen. Das war einfach eine Verbindung, die mein Kopf hergestellt hat, die ich geteilt habe und weniger das ist kopiert, das ist gestohlen. So hat das aber für Justin geklungen. Also er hat sich sehr schnell angegriffen gefühlt. Was ich denke ist, jemand, und da nehme ich mich nicht aus, der ganz viel Herzblut, ganz viel kreative Ideen, ganz viel Leidenschaft und vor allem Arbeit auch in eine Kollektion hineinsteckt, der hört mit ganz anderen Ohren als jemand, der mit der Kollektion eigentlich nichts am Hut hat, der nicht integriert ist, der nicht so viel Arbeit und Zeit hineingesteckt hat. Da ist man schnell schon mal böse, wenn da irgendetwas nicht nur mit Komplimenten behaftet ist. Ich habe hier, auch wo ich gesagt habe, das feiere ich oder das finde ich nice, nicht vorgehabt, irgendwie Justin Komplimente zu machen, sondern ich habe einfach meine Meinung geteilt. Ehre, wem Ehre gebührt. Wenn hier Dinge dabei sind, die ich nice finde, sage ich das einfach. Und wenn halt Dinge dabei sind, die mir halt nicht so gefallen, dann sage ich das auch. Das ist meine Auffassung von Kritik. So habe ich das auch verstanden. Er hat es etwas anders verstanden. Das ist dem zu schulden, zum einen, dass er da wirklich viel Zeit und Herzblut hineinsteckt. Ich weiß, wie das mit meiner Marke ist. Und zum anderen, ja, haben wir nicht unbedingt die beste Vergangenheit. Wir hatten schon ein paar Auseinandersetzungen, wo ich zugeben muss, dass vieles auch von meiner Seite kam. Also ich habe da auch sehr viel provoziert, teilweise auch übertrieben. Ganz klar, dass er da anders in die Situation hineingeht, als wie wenn sich jetzt sein bester Freund über seine Kollektion äußern würde. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum er sich hier so schnell getriggert gefühlt hat. Also kann ich nachvollziehen. Was mich allerdings wirklich stört, weniger als die persönlichen Angriffe, was mich wirklich stört ist, wie meine Marke dargestellt wurde. Also zum einen stört es mich, dass er behauptet, dass er meine Marke gar nicht kennt. Das ist genauso, wie er in dem Kilian Jonas Video behauptet hat, dass er mich nicht kennt. Circa dieselbe Niveaustufe, aber was mich noch viel mehr ärgert, ist, dass er meine Marke kleinredet, beziehungsweise hier Vergleiche zieht mit Merchandise, das ich vor 2 Jahren für ein Lied produziert habe. Jeder von euch weiß, wie viel Herzblut ich auch in meine Marke hineinstecke, wie viel Anstrengung, wie viel Zeit und wie viel Liebe da drinnen steckt, um wirklich hier was ganz anderes zu erschaffen. Unsere Marken Peso und MEM kann man auf keinen Fall vergleichen, nicht nur wegen den Produktionsstandorten, sondern auch wegen der Art und Weise, wie wir Dinge angehen. Bei uns ist die Geschichte sehr, sehr wichtig. Ich will da gar nicht zu lange ausholen. Das stört mich und das wird auch eine Konsequenz haben. Ich habe mich dazu entschieden, mal aus mir rauszukommen und Dinge wie, na, das muss bis zum Schluss geheim bleiben und wir zeigen die Designs nicht her und so weiter, komplett beiseite zu schieben. Du hast hier eine Reichweite erschaffen, die Reichweite aber nicht genutzt, um fair auf eine Marke aufzuzeigen. Deswegen nutze ich jetzt die Reichweite und werde jetzt Karten auf den Tisch, alle meine Designs leaken. Ich werde morgen ein Video machen, alle meine Designs zeigen, meine gesamte Kollektion Britain Brawl vorstellen, erzählen, wie welches Design entstanden ist, welche Geschichte dahinter steckt. Das ist nämlich eines der wichtigsten Dinge bei unserer Marke. Wir drucken nicht irgendwelche coolen Prints und coole Logos auf Shirts und Hoodies, sondern wir schaffen unserer Meinung nach Kunst
und gehen in die Geschichte, Kunst, Geschichte, Kunstgeschichte, wird vor allem bei dieser Kollektion groß geschrieben, weil es die dunkle Geschichte Englands ist. Morgen komplettes Video, ich zeige euch alles. Wir haben leider nicht das Glück, dass wir jetzt schon Samples herzeigen können, aus dem einfachen Grund, weil wir die Designs vor 3 Wochen abgeschlossen und alles in Produktion gegeben haben. Jetzt ist leider das Ganze mit Corona passiert, aber völlig egal, ich zeige trotzdem morgen alles her. Morgen auf meinem Kanal meine komplette Kollektion und dann schauen wir uns mal an, was M&M wirklich ist. Der Rest, wie gesagt, kann ich Justin einfach verstehen. Das finde ich halt einfach nicht cool und dementsprechend reagiere ich auf das Ganze. Seid auf alle Fälle gespannt. M&M Vienna, da gibt es immer wieder kleine Hints auf Instagram, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Es wird einige überraschen, was da jetzt passiert. Ich habe auch in dem morgigen Video eine Ankündigung zu machen, die vermutlich sehr viele von euch überraschen wird. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen im Vorstellungsvideo von meiner Marke M&M mit der Kollektion Britain Brawl. Das war's von mir, euer Maximilian.